Willkommen, Freunde, zu Perilous Warp. Ich habe mir das Game schon mal angeguckt. Ist so ein bisschen eine Mischung, finde ich, aus Unreal und Half-Life. So von der Grafik her, würde ich sagen. Ja. Ich spiele natürlich erstmal auf Easy. Wie gesagt, ich habe mir das Spiel schon mal angeguckt, aber... Naja, um es vernünftig anzugucken, sollte man schon auf leicht spielen. Was mir aufgefallen ist bei dem Game, man sollte von vornherein sehr, sehr genau darauf achten, wie man mit den Monstern umgeht, wie man schießt, dass man keine Munition verschwendet, groß. Und auch sehr auf seine Gesundheit achtet, was gar nicht so einfach ist. Aber mittlerweile haben wir ja ein bisschen mehr Erfahrung, was das angeht. Ja, und ich denke mal, vielleicht kommen wir mal ein bisschen weiter hier. Ist ja wie gesagt die Demo. Erscheint, glaube ich, am 10. Oktober oder so, 2020. Oh, hier können wir was kaputt machen. Alles klar, super. Das ist so eine Sache, die habe ich vorhin auch gar nicht gewusst. Ne? So, hier müssen wir mal vorbeilaufen. Das ist nicht ganz so dramatisch. Hier ist was eingestürzt. Ja. Gab es, glaube ich, nur so ein bisschen Action. So, hier haben wir Munition eingesammelt. So. Ah, hier oben eigentlich auch noch Energie. Munition? Nee, ne? Nee. So, was uns auch noch fehlt, ist die Waffe, aber die bekommen wir gleich. So, ich schau mal um die Ecke hier. Mal die kleinen Viecher hier. Die gehen ja noch, sag ich mal. Da kommen am Anfang auch nicht ganz so viele. So. Kleine Skorpione sind das, oder? So. Die ist beschädigt. Oder der Schalter ist beschädigt. So. Es fängt schon an, dass wir ein bisschen aufpassen müssen. Gestorben. Das ist das, was ich meine. Ja, und ich dachte noch, die kleinen Skorpione sind harmlos, aber... Wenn die zu nah rankommen, sind die auch unangenehm. Hier haben wir Munition. So. Hier können wir jetzt erstmal anschalten. Geht's nicht weiter. So, jetzt kommt, glaube ich, das erste große Vieh, was auf uns stößt. Ihr seht ja, die können gleich von vornherein schießen. So, das haben wir aber noch ganz gut gemeistert. Da bin ich vorhin öfter mal dran verreckt. Das war nicht so schön. So, was haben wir hier? Okay, hier haben wir nochmal ein Midi-Pack. Oh, Energie wieder 100, das ist gut. Hier kommen wir nicht weiter. Jetzt können wir nochmal Munition einsammeln. So. Wir müssen jetzt hier lang. Da geht's nicht weiter. Wir hoffen, dass er jetzt hier um die Ecke kommt. War immer ein Risiko, aber wenn man sich mit denen im direkten Gefecht befindet, dann bringt das nichts. So, was haben wir hier? Ach, hier waren wir vorhin ja auch schon. Hier geht's auch zurück. Ist hier noch irgendwo Munition? Nö. Das heißt, wir müssen hier lang. Ja, gesehen. Da ist was lang gekrabbelt. Hier kommt, glaube ich, einer runtergesprungen. Jo. So.
gibt es Munition. Hier oben öffnet man die Tür. Bisschen noch Energie oder so? Nee, ne? So, Munition. So. Jetzt haben wir hier... Können wir die hier mal locken ein bisschen? Weil hier steht nämlich ein Fass, dass wir dann schießen können, wenn die da langkommen. Aber das Fass hat die nicht sehr beeindruckt. Das sind drei Stück. Wenn wir die drei haben, jawohl, dann ist es in Ordnung. Hier können wir auch ein Secret einsammeln. Sehr gut. So. Jetzt haben wir 90 Energie. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt wieder 100. So. Hier können wir jetzt die Sprengladung aktivieren. Die jagt dann da hinten das, den Boden in die Luft. Und da müssen wir mit ganz viel Feingefühl runter. Das ist gar nicht so einfach. Ich fand es immer sehr schrecklich. Ich bin auch mehrmals gestorben. Ja, weil ihr müsst jetzt ganz feinfühlig. Ja, irgendwie. Aufpassen. Ja. So nicht. So. Jetzt müsst ihr hier runter. Und dann aber gucken, springen. So. Genau, das Timing hat mir vorhin gefehlt. So, wir müssen jetzt hier lang. Hier kriegen wir auch eine neue Waffe, eine Schrotflinte oder so. Ja, da ist der Warpplatz. Da müssen wir dann nachher hin. So, ich finde aber... genau, wir nehmen nochmal die mittlere Waffe. Genau, die Einschusswaffe. Die ist ein bisschen schneller. Die Schrotflinte ist zwar auch nicht schlecht. Aber ich finde für... diese Kumpel... Genau, für die Viecher. Ist gar nicht verkehrt. Ja, die ist dann schneller. Ich finde sie ein bisschen effektiver. So. Schalter einstellen, genau. Hier lang. So, hier können wir Munition. Hier kann man die doppelläufige Schrotflinte irgendwie upgraden. Das machen wir jetzt auch mal. Aber ich werde trotzdem erstmal noch bei der Einschusswaffe bleiben, weil die mir irgendwie schneller und effektiver ist momentan. Die doppelläufige Schrotflinte ist auch nicht schlecht, aber ihr wisst ja, Schrotflinten sind mehr so ein Nahkampf-Ding. So, jetzt rattert das Teil gleich, dass ich dachte, es explodiert beim ersten Mal. Wie so eine Art Waschmaschine. Klar, nichts explodiert. Waffe bekommen wir, sehr gut. Aber... Na. Oh Mann. Ey. Nimm doch mal die Einschusswaffe. Drücken wir zwei. So, drücken wir eins. So ist das. Das haut irgendwie mit dem Waffenwechsel nicht so richtig hin. Das ist die doppelläufige. Ich will aber die Einschusswaffe haben. So, wenn man jetzt sieht, 3, 2, 1. 1 ist das Messer, drücke ich 2. Kann aber sein, dass wir da keine Munition für haben. Das ist deswegen, naja, okay. Wir lassen es erstmal so. Das hatte ich aktiviert. Dann müssen wir hier wieder zurück. Genau, hier ist der Warp-Kanal, wo wir die Karte dann bekommen. Hier können wir eine Karte sammeln. Hier müssen wir aufpassen. Hier ist auch so ein Vieh. Mal kurz andeuten. Ich hoffe, der kommt jetzt hier um die Ecke.
security breach detected in sector B. Das hat ja ganz gut funktioniert. Ist leider nicht immer der Fall. Aber die Energie sieht bei uns diesmal gut aus. Wir haben nur 95. Oder wir haben noch 95 jetzt wieder. Das ist eigentlich ein ganz guter Schnitt, wenn ich überlege, wie ich vorhin immer abgekrebelt bin. So. Hier müssen wir mal gucken. Hier ist, glaube ich, noch Munition, ne? Oder ist hier ein Pack? Ne, Munition. Ja, ist so irgendwie... Kann man da irgendwie... Super. Man kann hier reinspringen und dann hakt er ab und zu an der Stelle ein bisschen. So. Jetzt müssen wir aufpassen, wenn wir jetzt gerade auslaufen, dann kommt da einer angesprungen. So, den haben wir gut erwischt. 63 haben wir noch an Energie. So, hier finden wir jetzt die Karte. Jo. Alles klar. Neues Ziel. Genau, da müssen wir jetzt hin. Das ist diese Säule, die wir am Anfang gesehen haben. Hier eigentlich noch was machen? Nee. Hier irgendwie rein und schießen? Nö. Auch nicht. Da waren wir auch schon. Attention. All science personnel. Evacuate to Twinkling Star Code 11. So, hier geht's nicht rein, ne? Nee. Ja, genau, da war ja nur, sag ich mal, diese Gittertür, die wir dann aufgemacht haben. So. Weiß gar nicht, war das jetzt hier? Ja, genau. Das war falsch. Müssen wir überlegen, wie wir wieder zurückkommen. Naja, ich glaube, wir müssen hier lang. Jawohl, hier ist richtig. Sehr gut. So, und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Und zwar ist jetzt Folgendes. Wir haben ja vorhin diese drei Viecher abgeschossen. Hm. Hier kommen wir auch nicht lang. No. Hier rein. Hier lang. Da geht's da lang. Wir müssen aber hier lang. Jo, hier rein. Oha. Geht's hier lang, da lang? Oh, ich weiß gar nicht mehr. Und echt übel, die Viecher. Jetzt haben wir hier schon was eingestellt. Hier ist eine Röhre. Hier ist... Ne, da war keine Röhre. Okay, ich glaube, wir müssen durch die Röhre wieder zurück. Und dann können wir in diesen Raum, sag ich mal, wo wir beamen können, oder? Jo, da sind wir. Alles klar, super. Sind wir hier und was können wir jetzt machen?
hier runterfallen. Ja. Hier lang gehen. Aber was haben wir hier für eine Aufgabe? Ah, you have found the secret. Sehr schön. So, wir sind... Ach klar, da ist doch die Aktivierung hier. So, da ist jetzt die Tür aufgegangen. Da waren wir ja schon. Hier waren wir ja auch schon. Genau. Hier müssen wir ja auch rein. Aber was müssen wir in diesem Raum hier machen? Wir können sonst... Eigentlich können wir gar nichts machen hier, ne? Schädigen können wir den auch nicht irgendwie. Können aber nicht ranspringen. Können hier nur wieder zurück. Da waren wir schon. Da müssen wir nicht lang, wo wir nochmal jetzt nochmal lang möchte. All security personnel to sector B immediately. Oh, hier ging's doch wieder zurück, alert. Oder? Medical emergency in sectors B and C. Code 7. Geht's hier zurück, ja. So, hier kommen wir wieder nach oben. So, genau. Aber hier wollte ich gar nicht lang. Ich wollte doch zu diesem Raum. Doch dahin, wo dieses Stromkabel ist. Und dahinter war doch... Genau, da wollte ich hin. Dass sich da jetzt was verändert hat. Warning. Flooding detected on sub-level B. Drainage system sealed.
Nee, hier hat sich nichts verändert. Müssen wir hier nochmal lang? Die Stelle hier. Nach oben. Das haben wir schon aufgedeckt, da waren wir schon drin. Waren wir ja auch schon. Wir können ja theoretisch nur noch hier lang gehen. Das haben wir aktiviert. So, hier müssen wir rein. Genau. Was muss man jetzt hier machen? Das ist die große Frage. Ich habe ja da oben schon drauf geschossen, dass ich hier wieder zurückkomme. Aber ich muss da irgendwas machen hier. Ah! Alles klar. Jo. Ah, jetzt kommt ein kleiner Abspann hier. Noch alles so auf uns zukommt, zukünftig. Ja, sieht schon ganz nice aus. Geiles Game, also. Kommt bei mir auf jeden Fall auf die Wunschliste. Sehr schön. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin.